Hi Freunde, willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich hoffe, euch allen geht es gut. Es gibt heute ein Update zu Sally und Murat. Eine Followerin hatte mir geschrieben, sie hatte mir ein paar Stories zukommen lassen und ich möchte gar nicht so viel Zeit verschwenden. Ich muss einfach sagen, dass was momentan los ist, die ganzen Menschen, die sich das Recht rausnehmen, darüber zu urteilen, was passiert sein könnte oder warum es passiert ist. Nicht was passiert sein könnte, sondern warum es passiert ist. So meine ich das. Da wurde auch schon von einer Creatorin erstellt, ja, weil Sally hat an der Let's Dance Show teilgenommen und deswegen ist die Beziehung in die Brüche gegangen. Das war doch sowas von vorherzusehen. Das hatte eine junge Frau gesagt und mich hatte schon sehr aufgeregt, dass ich da selber zu einem TikTok-Video gemacht habe. Jetzt, als mir die Followerin neue Videos zukommen lassen hat von Murat, wollte ich sehr gerne etwas dazu sagen. Und bevor ich das Video hier gleich abspielen lasse, möchte ich euch sehr gerne sagen, ich finde im Allgemeinen, dass wie das gehandelt worden ist, das habe ich im letzten Video schon gesagt, von Sally, war gar nicht schlecht. Ich meine, sie hat das noch nicht mal in einem Video gemacht, sondern sie hat ein paar Zeilen runtergeschrieben und das war's. Das einzige Problem ist, meiner Meinung nach, dass es auf die Menschen den Eindruck gemacht hat, als wäre diese Trennung nicht ganz einvernehmlich gewesen, wie sich dann jetzt auch ein bisschen bestätigt, denn die Posts, die Murat macht, sind irgendwie, I don't know, das lässt wirklich sehr viel Raum für Spekulation. Und am Ende des Tages, ich finde es sowieso immer sehr schwer, ich frage mich wirklich, wie muss man als Paar eine Trennung bekannt geben, ohne dass du halt Raum für zu viel Spekulation lässt. Und es ist sehr schwer. Ich glaube, am Ende des Tages kann man es nie wirklich perfekt machen, weil Menschen so oder so immer reden werden. Ich habe auch schon drüber nachgedacht, okay, was ist, wenn man den Grund genannt hätte, warum man sich auseinandergelebt hat? Weil es gibt ja viele Dinge im Alltag, die halt dazu führen, dass man sich auseinanderlebt. Das kommt halt auch nicht von heute auf morgen. Es gibt Dinge, die dann einem an dem anderen stören und so weiter und so fort. Und dann gibt es halt oft Konflikte, wenn man die nicht richtig ausarbeitet. Ich denke mir, okay, was ist, wenn du einfach den Grund dann öffentlich machst? Wird das besser sein? Ich glaube nicht zwangsläufig. Es gibt so viele Menschen im Internet, die bei mir echt krasse Aggressionen hervorrufen, weil sie denken, nur weil Sally und Murat ihr Leben auf Social Media geteilt haben, in dem Sinne von, sie haben halt ihre Kinder gezeigt, sie haben sich gezeigt, sie haben ihr Haus gezeigt, bla bla, dass sie jetzt auch ein Anrecht darauf hätten, okay, was genau war jetzt in der Beziehung los? Das stört mich wirklich, weil niemand von euch weiß wirklich, worüber sie sich unterhalten. Warum denken Menschen dann, okay, sie hätten ein Anrecht, den Grund zu erfahren? Es ist up to denen, ob die das veröffentlichen wollen oder nicht. Ich finde halt nur die Posts, die Murat jetzt gemacht hat. I don't know, ich bin nicht ganz begeistert, muss ich euch sagen. Vor allem, weil er weiß, dass Sally gerade dafür mega Hate abbekommt. Das hatte auch eine Kommentatorin unter einer seinem Post geschrieben auf Instagram. Sehr schade, dass Sally so viel Hate abbekommt und er hat da halt zugestimmt. Aber so wie er die Situation ein bisschen handelt, gießt er noch zusätzlich Benzin ins Feuer. Ich werde euch jetzt einmal die Stories abspielen lassen, damit ihr wisst, worum es geht. Die erste Story, ich bin kein Fan von. Ich habe schon immer gekämpft in meinem Leben mit Vorurteilen, mit Menschen, die selber keine Vision hatten. Ich hatte nie Angst. Ich habe es einfach gemacht. Man bereut nur Dinge, die man nicht gemacht hat. Aus allem anderen lernt man. Ich sage dazu jetzt einfach mal nicht so viel. Schaut mal, ich habe in diesem Haus wirklich alles gemacht, ohne Spaß. Von der Vertäfelung bis zur Präfa-Fassade, bis zum Rasen, bis zum Gartenanlegen. Und wenn du so ein Schwarzlicht übers ganze Haus drüber machen würdest, ist kein Spaß, würdest du überall die Handabdrücke von mir sehen. Keiner hat in dem Haus so viel gemacht wie ich. Das sind alles die Visionen gewesen, die ich damals hatte, wo mich jeder für verrückt gehalten hat. Warum so groß, warum das und warum das? Und hat mich jeder ausgelacht. Und es wurde viel zu klein. Und das Tolle ist, es ist auch wirklich mein Haus. Und das ist, würde ich niemals aufgeben. Ich habe so tolle Erinnerungen. Und es ist immer ein Platz für meine Kinder, Erinnerungen, die ich mit meinen Kindern zusammen habe. Und deswegen wird es auch alles weiterhin mir gehören. Und ich finde es so toll, dass ich hier weiterleben kann und für meine Kinder immer einen Ort habe, wo sie leben können und wo sie sich an ihre Kindheit erinnern können. Also offensichtlich spielt er in dieser Story darauf an, dass ihm das Haus gehört. Also wenn die sich trennen, ich bin mir sicher, dass sie dann nicht zwangsläufig zusammenleben werden. Und dann macht er diese Story, weiß ich nicht, wenn sie sich darauf so geeinigt haben, dass er das Haus bekommt und sie sich halt dann was Neues suchen muss, dann ist das halt so. Diese Stühle werden alle wieder irgendwann besetzt sein und draußen auch und es wird gegrillt und es wird, das ist Erfolg in meinem Leben, habe ich immer gesagt, ist nicht die Kohle, scheiß auf die Kohle, die war noch nie wichtig.
Ich wusste bis vor ein paar Wochen, kein Spaß, jetzt noch nicht mal, was ich auf dem Konto habe, weil mich das einfach nicht interessiert hat. Oh mein Gott, diese Aussage ist so fucking privilegiert und bringt mein Blut zum Kochen. Menschen fangen an, solche Sätze rauszuhauen, weil sie schon viel Geld haben. Hör zu, guck mal, wisst ihr was, ab wann dir Geld scheißegal wird, wenn du so viel auf dem Konto hast, dass du nicht mehr auf dein Konto gucken musst und du kannst einfach einkaufen gehen. Du musst nicht unbedingt auf dem Konto gucken, weil du weißt, du hast auf jeden Fall genügend. Diese Aussage ist so fucking privilegiert. Alleine im letzten Jahr oder bis Anfang diesen Jahres, I don't know, da hatte ich Kontakt zu einer Person, die wortwörtlich Geld in den Rachen reingeschmissen bekommen hat und manchmal Aussagen getroffen hat, so nach dem Motto, es wäre doch so einfach, dieses Problem, was ich zum Beispiel habe, wäre doch so einfach zu lösen mit Geld. Und ich denke mir, ja, genau das ist das Problem, dass Geld fehlt. Ehrlich, wo du dir denkst, what the fuck, hast du das gerade wirklich gesagt? Erfolg im Leben ist, wenn ich am Abend oder am Wochenende draußen auf der Terrasse hocke, meine Freunde da sind, meine Familie, wir zusammen grillen, wir zusammen Spaß haben, wir zusammen lachen. Das ist Erfolg im Leben und es war schon immer bei mir so, Geld war nie der Antrieb oder irgendwie die Inspiration bei uns. Er sagt ja, Geld war nie ein Antrieb für uns. Daraus erschließt sich, und um einige mundtot zu machen, die sagen, ja, Sally war so geldgierig und so habgierig, deswegen ist die Beziehung in die Brüche gegangen. Offensichtlich nicht, weil die Motivation war nicht Geld. Vor allem bei Sally glaube ich das, weil er irgendwann mal in einem Video gesagt hat, ja, Sally hatte damals mit einem YouTube-Video angefangen und es hat voll lange gedauert, bis sie dann die erste 50-Euro-Auszahlung erhielt und sie hat sich so gefreut. Wisst ihr, mit einer Million bist du vielleicht glücklich, aber mit 2 Millionen wirst du nicht glücklicher. Und das wirst du erst alles merken, wenn du es mal erlebt hast, wirklich. Glaub mir, wenn du es alles erlebt hast, verstehst du, was wichtig ist im Leben. Wichtig im Leben ist es wirklich Respekt, die Familie, Freunde, sozialen Kontakte. Ich freue mich so richtig drauf, ein ganz anderes Leben anzufangen und das zu sein, was ich auch wirklich bin und die ganzen Jahre war. Schreibt hier noch drunter, alles wird mit Leben und Liebe gefüllt, versprochen. Ich würde sagen, dass das eine gesunde Mischung aus beidem sein muss, nämlich aus Geld und aus den Menschen in deinem Leben, aus deinem sozialen Netzwerk. Sage ich, dass Geld glücklich macht? Nein, aber es macht dich so viel sorgenloser und öffnet dir so viele Türen, die dir dein Leben auf jeden Fall vereinfachen können. Für mich persönlich, es muss wirklich eine gesunde Mischung aus beidem sein. Mit Liebe alleine, du wirst nicht überleben können. Alleine in einer Partnerschaft, das ist meine Meinung, als 29-Jährige mit einem Kind ist Geld verdammt wichtig. So, in der nächsten Story, keine Ahnung, dahin, wo ich hingehöre, obwohl ich nie weg war, arbeitet er jetzt wieder als Tischler. Die letzten Monate, also die letzten 2 Monate, die waren für mich die schwersten meines Lebens mit meiner Mutter. Das hat mich so fertig gemacht. Und jetzt das hier, ich weiß gar nicht, was ich in meinem Leben gemacht habe. Weißt du, ich hab nie jemanden betrogen oder beschissen oder irgendwas. Ich habe immer gearbeitet, wirklich. Ich weiß nicht, was Gott sich dabei gedacht hat, das mir anzutun. Genau um diese Story geht es, wo ich mir denke, was zur Hölle hätte diese Story sein müssen, weil er tut so, als wäre er so ein kleines bisschen ahnungslos, was ihm widerfahren ist, was halt Sally im gleichen Moment wirklich ins schlechte Licht rückt, nach dem Motto, also daraus kann ich hören, dass Sally eher die Trennung wollte und er nicht. So, sowas lässt halt voll viel Raum für Spekulation. Fällt es wirklich schwer zuzuhören, dieses, oh, was habe ich nur getan? Warum ist Gott nur so zu mir? So zu tun, als wäre man unbeteiligt an einem Scheitern der Ehe gewesen, ist für mich so ein bisschen okay. Sieht vielleicht aus, als wäre ich irgendwie jetzt total motiviert, aber es ist nicht so, wirklich. Ich bin innerlich tief traurig, dass es alles passiert ist. Aber ich nehme es jetzt einfach so hin als Test und es wird schon seine Gründe haben. Und ich bin jetzt nicht auf eine Party gegangen, habe gefeiert oder habe jetzt mal die Korken knallen lassen. Ich bin bei meinem Kumpel in der Werkstatt und wir bauen Tische. Ich werde niemals aufgeben. Ich werde auch niemals aufgeben, die wahre Liebe zu finden. Und die wahre Liebe gibt es wirklich. Glaub's mir. Wahre Liebe gibt es wirklich. 100%. Und ich verspreche dir eins, ich werde sie finden. Wirklich. Weil ich immer so bleiben werde, wie ihr mich kennt. Offensichtlich ist er bereit für die neue Liebe, für die wahre Liebe. Wenn ich Murat reden höre, dann denke ich mir immer, dass er sich sehr, sehr gerne selbst reden hört. Und dann hat er in seiner nächsten Story ein Post gemacht, wie er am Werkeln ist und darunter hat er den Text gelegt und ich weiß nicht, inwiefern das vielleicht mit seiner Beziehung zu tun haben könnte, hat das Lied von Lea, Küsse wie Gift. Die Passage, die er gewählt hat, ist,
Deine Küsse sind wie Gift, denn ich weiß, dass du bei ihr warst. Wenn das deine Liebe ist, wie weh muss es tun, wenn du mich hast? Und jetzt willst du mich zurück, doch ich mach das nicht nochmal. Wenn das deine Liebe ist, wie weh muss es tun, wenn du mich hast? Hier gibt es einen Post auf Instagram von Murat, wo er schreibt, und auch unterlegt mit der Musik von James Morrison, Broken Strings, das auch sehr gut auf seine Beziehung anspielt oder die Situation jetzt gerade anspielt. Er schreibt, sei dankbar, dass manche Dinge nicht so geklappt haben, wie du wolltest. Vielleicht hat dich das vor größerem Unheil bewahrt oder wird dich zu Dingen führen, die so viel mehr für dich bereithalten. Also vertraue darauf, dass das Leben und Gott einen Plan für dich hat, auch wenn du ihn vielleicht jetzt noch nicht sehen kannst. Der Murat. Werde das so stehen lassen und nicht mehr dazu sagen. Ihr könnt mir sehr gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Das war's mit dem Video und ich hoffe, wir sehen uns ganz bald wieder zum nächsten Video. Ciao.